Züge sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel, nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre Autos. In Österreich gibt es einen Autoreisezug, bei dem das Fahrzeug auf den Zug verladen wird, während man bequem in einem Personenwagen reist. Die Fahrt von Wien über Slowenien nach Kroatien dauert rund 14 Stunden. Neben Komfort ist hier auch eine gute Klimabilanz garantiert. We are from Austria, Wiener Neustadt, close to Vienna, and we go to Split by train. Dieser Zug fährt nur dreimal pro Woche, nur im Sommer. Letztes Jahr hat er rund 2500 Fahrzeuge transportiert. Das ist viermal so viel wie vor 3 Jahren. Wie dieser Franzose reist ein Drittel der Passagiere mit dem eigenen Auto. Combien ça vous a coûté tout ça? À peu près 800 euros. Pour trois, avec le bébé, la voiture, l'aller-retour. Ça fait une somme quand même. Ça a l'air impressionnant, mais quand on enlève les deux jours de trajet en voiture, les nuits d'hôtel pour trois, quand on fait le calcul, peut-être qu'on perd 70 euros. Mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Nicht nur Komfort, sondern auch die positive Klimabilanz ist ein Pluspunkt für viele. It's not environmental friendly to drive a motorcycle, but if we can do most of the kilometers by train, it's a good. You feel better. Nach einer Nacht in ihrer Kabine wachen die Reisenden am nächsten Morgen in Kroatien auf. Sie müssen nur noch ihr Auto ausladen und los geht's. Now it's the beginning of the holidays. Yes. No, it started in the train. Autoreisezüge gibt es auch in Deutschland. In anderen Ländern wie Frankreich galten sie allerdings als nicht rentabel und wurden abgeschafft.